Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Morgenkatze. Die letzte Folge war ja mal eine Planungsfolge. Wir hatten keine gerade Mitte. Das ist keine ungerade Mitte, Entschuldigung. Wir fliegen nochmal rüber, einfach weil wir es mittlerweile können. Raketen sind toll. Fein. Style Dive. So. Okay. Also, Sache Nummer 1 ist mal. Wir hatten hier ein paar Mitten festgelegt, die wir dann später für unsere Häuser brauchen, für die weiteren Villager. Das ist aber so ein Thema. Villager weiter betreiben. Gerade in diesem Moment nicht so viel Bock. Hatten wir davor eventuell auch. Dementsprechend würde ich einfach mal sagen, wir gehen mal los und suchen eine spezielle Sache, die wir ja noch nicht gefunden hatten. Und zwar einen Dschungel. Das bedeutet, wir werden heute unsere Elytra nehmen. Das ist ja die hier. Die kennen wir ja schon. Haben ein paar Schalker-Boxen mit dabei und ein paar Ender-Chests und werden uns einfach in irgendeine Richtung aufmachen, um einen Dschungel zu finden. Im Idealfall finden wir einen Dschungel, im schlechtesten Fall finden wir keinen Dschungel. Wichtig ist, wir müssen uns ungefähr überlegen, wir dürfen nur 20 Raketen verbrauchen. Ab dem Moment kommen wir sonst nicht mehr zurück. Das sind Wolken übrigens. Und über den Wolken muss die Katze so knuffelig sein. Das sind Pferdchen, okay. Eigentlich hätte ich mir die Sattel mitnehmen müssen für die Pferdchen. Aber das ist ja momentan sowieso nicht die größte Priorität. Pferdchen sind nicht das Wichtigste. Ich kann mal zwei, drei Sachen aus den Kommentaren ansprechen. Es gibt einen sehr großen Verfechter vom Soulspeed unter euch. Das ist eine nette, feine Sache. Ja, ich finde das okay, dass du den Soulspeed in deiner Base benutzt. Ich werde ihn für Wege und so weiter aber nicht benutzen, weil ich, wie gesagt, du kannst bei mir fast sicher sein, dass ich so gut wie keine Wege mehr laufen werde, ab dem Moment, wenn ich eine Elytra und funktionierende Gunpowder-Produktion habe. Und wie wir an Gunpowder rankommen, das müssen wir noch ein bisschen schauen. Vielleicht gehen wir da über eine Oldschool-Mob-Falle irgendwo, über Meer. Das könnte zum Beispiel eine relativ einfache Geschichte sein. Wir haben ein Dorf gefunden. Durch die Partikel haben wir ein Dorf gefunden. Das ist kein Dorf. Was ist da? Doch, das ist ein Dorf. Ein komisches Haus. Doch, das ist alles ein Dorf. Okay. Hallo. Mein Name ist Katze. Ich habe eine Beere. Das ist fein. Weg mit der Beere. Den Smoker kann ich mal mitnehmen. Einfach, weil es geht. Das ist ein Lagerfeuer. Gut, das lassen wir den. Nicht, dass denen kalt wird und sie irgendwann erfrieren. Das wollen wir natürlich nicht. Ein wenig was an Brot, ein wenig was an Iron Nuggets. Ein lilanes Bett. Hier wohnt Mia. Dann schauen wir mal. Hier haben wir noch ein paar Kürbizes. Ich meine, das ist kein Dschungel, aber es ist trotzdem fein, hier was zu looten zu haben, ne? Oh, stimmt, das könnte auch Sabrinas Bett sein. Die guten Farming Stations mitzunehmen, hilft uns, dass wir später weniger davon craften müssen. Die Leute werden sie sowieso nicht vernichten, genau. Wir werden sie nicht vernichten. Wir werden sie nicht vermissen, sage ich eigentlich, würde ich sagen. Ja, hier. Das ist auch nur ein Spruce Woods Sapling. Okay, nehmen wir noch einen davon. Das zählt als Box. Hier bin ich glücklich. Wartet mal, wo ist mein Zuhause? Da, beim Todespunkt. Wir wissen immer, wo unser Todespunkt ist. Das ist doch nett. So. Gut, von einem Sprucewood-Biom, also von einem tiefen Wald und sowas, weiß ich jetzt nicht, ob wir direkt in den Dschungel kommen werden. Ah, dann hat mich das bamboozelt gerade, das Ding. Bamboozelt, sage ich euch. Ich müsste noch Unbreaking übrigens auf meine Elytra machen. Das ist momentan unser größter Fehler. Wir haben kein Unbreaking auf unserer Elytra. Wir haben nur Mending. So, da freue ich mich doch direkt, wenn ich einen Magma-Block finde, Alter. Magma-Blöcke sollten wir sowieso immer mitnehmen, wenn wir sie finden. Dann können wir auch hier gerade die Magma-Blöcke mitnehmen. Schauen wir mal, dass wir nicht am besten in Lava reinlatschen. So, das ist weg. Das ist fein. Sehr gut. Hallo, schön in die Lava rein, wie sich das gehört, Kappa. Hier haben wir einmal Projectile Protection Boots. Das ist nicht unbedingt nice. Das ist nice.
Gold Nuggets sind auch nice. Iron Nuggets dürfen wir genug haben für ein bisschen was. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir unsere wunderschöne Schalker-Box einmal nutzen, um hier ordentlich Stuff raushauen zu können. Dö. Grindstone Smoker. Smokerson. Aufhören. Ich hier Sachen abbrennen. Das ist Unfall. Aber schnell Nacht geworden gerade, fällt mir so auf. Ich meine, ich weiß, dass es Nacht werden sollte irgendwann. Aber das ist schnell passiert gerade. Den Goldblock oben will ich eigentlich noch haben, wenn ich ehrlich bin. So. Das war knapp. Ich möchte anmerken, ein Skelett könnte uns jetzt locker wegböllern. Unhöflich. Wie viele Pfeile haben wir dabei? 33 Pfeile sind nicht viele Pfeile. Das Gute daran ist aber, wir können theoretisch von hier aus starten. Da ist unser Zuhause, also wollen wir in die Richtung. Okay. Oh, das ist eigentlich nice, dass wir jetzt in einem Sumpf sind, in der Nacht. Das gefällt mir ehrlich gesagt. Okay. Erstmal brauchen wir ein bisschen Gunpowder. Never mind. Ich muss aber zugeben, wie der Creeper gerade weggeflogen ist. Sowas Lustiges habe ich selten gesehen. Also das war objektiv funny. Ja gut, ne? Wie er einfach mal weggeschossen wurde. Ich mag das. Yo. Da haben wir noch ganz kurz einmal uns vorher hingesetzt. Hallo, Mr. Creeper. Würdest du bitte ganz kurz von dem Skelett getötet werden? Wäre das eine Möglichkeit? Zombie-Wuss? Nein. Ein Zombie ist unfein. Eigentlich würde ich gerne hier einen Slime finden. Gerade, um nochmal ein bisschen mehr an Slimes zu haben. Nur... Wo wird der Slime nur spawnen wollen? Da explodiert der Creeper, völlig unprovoziert. Gut, eigentlich will ich das Gunpowder von ihm haben, aber okay. Das ist gerade eigentlich eine gute Situation, hier zu sein, und gleichzeitig ist es eine schlechte Situation, hier zu sein. Ich bin sehr, sehr zwiegespalten. Zum einen finde ich es nice, dass ich hier jetzt Slimies und Creeper gleichzeitig farmen kann. Zum anderen habe ich zum Escape meine Elytra immer noch an, da ist ein Slime, was uns gewisse Problemchen geben könnte. Baby Zombie. Der zweite Schuss war meine Maus übrigens. Ich habe mich immer noch nicht durchringen können, meine andere Maus aus der Kiste zu kramen. Au. Mr. Slime, give me a treat. I want a slime balls, please. Komm ran auf den Meter. Komm schon, komm schon. Fein, fein, fein. Ich will deinen Pfeili haben, weil ich viele Pfeile verbrauche. Habe ich gerade zwei nochmal verbraucht und nicht mit einem Pfeil. Wow. Und ich für erfolgreich eine Firma, so gefühlt? Nee, eher nicht. Gut. Bum, 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 bum. Hallo, Sir. Hallo, Sir. Hallo, Sir. Hallo, Sir. Hören Sie bitte auf, mich zu schlagen. Im Wasser sein ist unfein. Gut. Unser Schwert leistet uns sehr, sehr gute Macht. Ebenfalls haben wir unsere Elytra dadurch übrigens voll geheilt. Das ist ein super Nebenaspekt, den wir gerade haben.
Und den finde ich auch sehr, 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 sehr nice. Oh, das. Wir haben gleich keine Pfeile mehr, fällt mir auf. Hat er eine Kartoffel fallen lassen? Ja, eine Kartoffel fallen lassen. Das ist ein sympathischer Dude. Einfach ein bisschen Kartoffeln füttern. Das ist, der weiß, was mir gut tut. Ne? So, da vorne ist noch ein Krepper. Den man auch treffen könnte, wenn man richtig schießen könnte, aber... Never mind. Da sind Lamas. Mr. Lama, Lama. Wie viel Gunpowder haben wir eigentlich? 15. Das sind nochmal 45 neue Raketen. Das ist fein. Danke fürs Wegboosten. Ich bin eventuell Hydra verbuggt. Das ist okay. Wir können das so lösen. So, jetzt haben sie alle einen Hit mit einem aufgeladenen Bogenschuss. Dann können wir dem hier eine mitdonnern und dem hier eine mitdonnern und dann haben wir hier noch eine Menge mehr Gunpowder. Hallo Schafis, schön euch hier so zahlreich antreffen zu dürfen. Ja, mein Movement ist gerade krüppelig. Das ist nicht fein. Das ist sehr unfein. Oh, da ist der Knockback gerade schlecht gewesen. Und Bogen. Du bist ein böser Zombie. Da ist ein Slime, okay. Wir nutzen gerade die komplette Nacht hier aus, ne? Nicht, dass ihr euch da wundert. Ich habe nicht vergessen, dass wir eigentlich weiter wollten und einen Dschungel suchen wollten. Aber ich möchte die komplette Nacht ausnutzen, denn wir haben, wie gesagt, hier sowohl Gunpowder, das wir finden können. Wir haben die Möglichkeit, ein bisschen EP zu sammeln, was halt auch nicht gerade schlecht ist. Und wir haben Slimeballs, die wir hier kriegen können. Und Slimeballs sind sehr fein. Die gute Sweeping Edge von Netherite Sword. Und ist ungefährlich. Ich hatte vorhin von links, glaube ich, auch noch ein Platschi gehört. Aber ich glaube nicht, dass das hier ist. Das ist ein wenig schade. Futtern. Einmal fein gefuttert. Nirgendwo mehr ein Creeper oder sowas. Bedeutet, wir können theoretisch weiter. Oder können wir das? Das ist die große Frage. Von dir kriege ich auf jeden Fall noch ein paar Arrows. Und Bonies. Bonies sind halt fein. Unser Inventar ist dermaßen voll, das gibt's ja gar nicht. Yay! Ich mag's, mit Elytras zu schwimmen. Die bringen einen immer in stabile Seitenlage. Damit meine ich, du liegst auf dem Bauch. Böses Skelett. Das ist ein Enderman. Okay. Also, ich glaube, hier um uns herum sind gerade keine Slimies mehr. Das ist bedauerlich. Aber wir haben einen schönen Sumpf gefunden gehabt. Hatten hier eine Menge Spaß. Ja? Ihr hattet doch Spaß, oder? Ich hoffe, ja. Und wir haben wieder 16 Pfeile aufgefüllt. Das ist schon mal gut. Okay. Wir haben in unserer Chest ja nur noch 80 Stacks, also von dem her ist gar nicht schlecht gewesen. Ich glaube, da ist eher der wichtige Aspekt, dass wir die Knochen aufgesammelt haben. Nämlich 18 Knochen. Kann helfen, wenn man gerade keine Bone Meal Farm hat. Und ja, ich glaube, das wäre es dann auch gewesen hier von unserem Sumpfabenteuer. Wenn unser Zuhause dort ist, sind wir die ganze Zeit in diese Richtung geflogen.
Mit voller Elytra würde es dann jetzt theoretisch für uns weitergehen. Aber ich muss euch jetzt auch schon wieder einen Bummer verpassen. Denn die Folge ist eigentlich jetzt zu Ende. Wir werden uns also jetzt hier noch nach vorne ins Dark Oakwood Biom ein bisschen begeben. Wir werden noch 2-3 Sekunden fliegen. Weil das will ich gar nicht haben. Haben wir direkt nebenan. Ah, wir haben hier eine Village, Leute. Wir stellen uns hier in die Village. Mit den netten anderen ganzen Villagern und sowas. Hier in unser Häuschen rein. Nehmen auch schon mal hier deren komplettes Eigentum mit. Das ist jetzt unser Eigentum. Wir sind die Bank. Wir haben den vor alle einer halben Ewigkeit mal, als sie kein Geld hatten, Geld geliehen. Und weil sie jetzt wieder keins haben, nehmen wir ihnen wieder alles weg. Das ist nämlich logisch, ne? Das ist logisch für uns. Ja, gut, Leute. Wir werden nächstes Mal wo das Dorf hier plündern und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dahin erstmal ciao.